Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, willkommen zum sechsten und hoffentlich besten Teil. Das sind Darstellungen, wie der alte Saturn sich nach der kosmischen Katastrophe dargestellt haben soll. Und hier irgendwie ist da etwas Zweites hinter ihm herumgewandert, weswegen wir dieses halbmondartige Gebilde haben. Passt übrigens gut zum heutigen Horoskopthema. Überall diese Halbmondgeschichte, da auch beim Herrn der Ringe, Sauron, da braucht man einen Buchstaben ändern und wir kommen schon auf Saturn. Also sehr interessante Zusammenhänge sind hier zu sehen. Zahlt sich auf jeden Fall aus, sich mit Saturn auseinanderzusetzen. Hier noch interessante Darstellung. Unser Sonnenzeichen, auch in der Astrologie, dürfte auf den Saturn zurückgehen. Und hier, der Nichtraucherhusten. Und hier Hammer und Sichel herauszuerkennen, ja, fällt hier nicht sehr schwer. Der Hammer und das ist die Sichel. Also überall diese Saturn-Symbole und dann natürlich auch Santa Claus, also Satan und Lukas, also Lucifer, ja, der große Architekt. Also sehr spannende Dinge, die hier auf Erden kopiert werden. Das heißt ja, wie im Himmel, also wie auf Saturn, so auf Erden. Dafür wird ja auch dann der Mond gebraucht als quasi Empfangsrelaisstation, um diese Matrixfrequenzen hier wirken zu lassen. Unsere DNA ist so ausgerichtet, dass sie eigentlich eine, naja, körperliche Saturnwellenempfangsmaschine ist. Wir empfangen eben mit unserer Sinnesausrüstung oder Sinnesausstattung, empfangen wir hier diese kodierten Signale als Realität. Also ganz spannend. Es ist schwer, ja, mit diesem Körper diese Realität als Täuschung, wie sie die Inder schon als Maya bezeichnet haben, zu erkennen. Aber das macht nichts. Das ist alles eine Frage der Entwicklung. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlichst für die großartigen Kommentare, für die großartige Teilnahme am gestrigen letzten Teil. Sehr berührendes Thema, sehr schwieriges Thema. Waren auch einige sehr, wie sagt man, emotionale Kommentare dabei und natürlich auch sehr erkenntnisreiche, tiefsinnige Lebenserfahrungskommentare, also wo schmerzhafte Abschiede genommen wurden, was aber dann wiederum Teil der Heilung ist. Es ist halt leider so, dass man gewisse Prozesse nicht aufhalten kann, auch wenn man es möchte. Und ich glaube, wir haben jetzt eine Entwicklung, die einen Seelen wollen dorthin und die anderen wollen dahin. Ja. Ich glaube auch, dass sich Seelenfamilien voneinander spalten. Wir haben mit verschiedenen Seelen jahrhundertelang oder vielleicht sogar jahrtausendelang gemeinsame Erfahrungen geteilt in einer Gruppe verschiedener Seelen. Und mein Gefühl sagt, dass sich jetzt diese Seelengruppen wieder auseinander dividieren. Das heißt, wir bekommen dann neue Seelengruppen. Ganz wichtige Erfahrungen, ganz neue Erfahrungen. Es tut sich unheimlich viel. Und ich war gestern mit einer lieben Freundin bei der Uli auf Besuch und ich glaube, wir haben dort gut zusammengearbeitet. Es war eine schöne Harmonie, es war ganz interessante Stimmung, ganz interessante Energie, wie man auch die Energien vor Ort sehr gut lesen kann, sehr gut spüren kann. Und wir sind auf einen guten Nenner gekommen. Und das Resultat dieses Nenners möchte ich euch nicht vorenthalten, denn das Fehlen von Freude macht meines Erachtens krank. Das Fehlen von Freude, gut, jetzt kann man sagen, das ist vordergründig, das ist so banal dahergesagt. Natürlich sind im Spannungsfeld von familiären Krisen, ja, tiefe Hintergründe, die oft wirklich jahrhundertelang zurückgehen, wo sich gewisse Muster wiederholen und wiederholen und wiederholen. Ja. Und es gibt auch, ja, es gibt auch dunkle Kapitel
in jeder Familie das Familiengeheimnis, wo man nicht dran rüttelt, wo keiner dran rüttelt, wo eben das Leid von einer Generation zur nächsten übertragen wird und dort wacker ertragen wird. Keiner löst etwas auf, es bleibt immer nur unerlöst im Raum Nirvana schweben, unausgesprochen. Und oft ist es so, dass die Mutter noch etwas ertragen konnte, was dann die Tochter nicht mehr ertragen kann. Ja? Die Mütter kommen noch aus einer anderen Zeit. Es war früher halt bei uns auch eine sehr stark patriarchale Struktur. Wir hatten eben die Vorherrschaft des Vaters. Und hier sind viele Dinge geschehen, ja, und die waren sehr schmerzhaft. Die Mutter hat es ertragen, die Tochter nicht mehr, aber die Tochter hat die Themen der Mutter ja übernommen. Sie übernimmt sie und lebt sie dann aus und schafft es oft nicht mehr. Ich habe die Bücher von Carlos Castaneda immer wieder gelesen. Zweimal, dreimal, manche sogar fünfmal. Und ich glaube auch öfters. Und spannend war, was ich beim ersten Mal gelesen habe. Ich habe fleißig angestrichen und Markierungen und Kommentare geschrieben. War dann ganz anders, als was ich beim dritten, vierten Mal gelesen habe. Ich habe mir dann die Frage gestellt, also wenn zum Beispiel zwischen den einzelnen Lesungen war ein Jahr vorbei oder zwei Jahre verstrichen, und ich habe mich dann nachher gefragt, was habe ich denn damals da herausgelesen? War fassungslos. Das habe ich übersehen, da habe ich was übersehen. Wieso habe ich so viele blinde Flecken gehabt? Warum? Ja, weil ich mich weiterentwickelt habe. Und noch einmal zwei Jahre später habe ich das Buch noch einmal gelesen und habe dann was komplett anderes herausgelesen, was ich auch beim zweiten Mal natürlich übersehen habe. Und so ist es mit unserem ganzen Leben. Wir erkennen im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte erst, was wirklich wichtig ist. Und wenn ich mir heute, wenn ich mir heute vor Augen halte, was habe ich bei all diesen Lesungen übersehen? Was habe ich da übersehen? Da muss ich zugeben, dass ich das Wesentliche übersehen habe, wie beim Prinzip Weintraube. Bei der Weintraube geht es um den Kern. Wir glauben, dass es um die Frucht geht. Na, der Weintraube geht es hier, das sieht man gegen das Licht, ja, wenn ich euch dahinter das Licht führe, dann sieht man ja den Kern da drinnen. Ja? Da sieht man ja den Christian drinnen. Ja? Achso, na, der ist ja nicht in Österreich. Und, naja, ich habe halt den Kern geschluckt. Mit der Frucht, weil die Frucht war süß. Aber der Kern war ein ganz anderer. In den Büchern von Castaneda wird dargestellt, wie sich Don Gennaro, Don Juan immer königlich amüsieren. Sie lachen, kugeln sich vor Freude. Don Juan springt immer wieder auf seinem Hut herum. Und ich habe festgestellt, dass die Quintessenz dieser Bücher die Freude ist. Es geht nicht um die Buchstaben, um die Zeilen, um die Geschichten, um diese aufregenden Erzählungen. Es geht um die Freude. Und gerade in den letzten Monaten ist die Freude so zurückgegangen, dass man eigentlich nicht mehr von Freude sprechen kann. Wann sieht man noch Leute, die zusammenstehen und lachen? Ja? Ja, die da oben lachen sich ins Fäustchen. Aber ich glaube auch, dass das nicht ewig dauern wird. Ich glaube, diese Saturn-Matrix wird aufgedeckt werden. Die Leute werden verstehen, was das Wesen des Lebens bedeutet. Dass all die Schwierigkeiten, die wir hier haben, nichts mit uns zu tun haben. Dass uns Probleme präsentiert werden, die gar keine Probleme sind. Und ich glaube, die Quintessenz des Lebens ist einfach nur Freude. Und
Eine Spruchweisheit besagt ja, Lachen ist die beste Medizin. Oder wie ich gestern kurz erwähnt habe, über den Bauern, der lacht, hat der Grundherr keine Macht. Ich könnte mir gut vorstellen, ja, dass diese ganze Kontrollthematik, ja, diese Therapie, diese Gesundheitsthematik, dass das alles sehr, sehr schnell vorbei wäre, wenn immer mehr und mehr und mehr Menschen darüber nur noch herzlich lachen. Interessant, es gibt Studien, aber auf diese Studien hat man halt im Zuge der Umsatzmaximierung und der Bevölkerungskorrektur vergessen wollen. Und diese Studien besagen, dass Menschen, die oft lachen, ein unglaublich starkes Immunsystem haben. Und dass Leute, die eher so depressiv sind, so miesepeterisch unterwegs sind oder wie man auch immer sagt, warum auch immer, ja, da waren oft schwere traumatische Erlebnisse in der Kindheit die Ursache oder im früheren Leben, aber dass diese Menschen eben viel häufiger krank sind. Lachen ist wirklich die beste Medizin und die kostet nichts, ja, sie kostet nichts. Diese ganze Kontrollmatrix, alles das, was hier um uns aufwendigst errichtet wurde, das ist so mühsam. Das ist so anstrengend, das ist so schwierig. Dieses Todernste, ja, also der Führer kontrolliert alles, es ist alles verboten und wenn wir werden, alle müssen therapiert werden. Naja, ich weiß nicht, es ist alles, es ist grotesk, ja. Was hier läuft, ist meines Erachtens schon grotesk. Und mein Gefühl sagt, je mehr wir über all diesen Schwachsinn, weil es ist Schwachsinn, ja, es ist Schwachsinn, Jagd auf gesunde Menschen zu machen. Das ist Schwachsinn. Ich kann mich erinnern, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es dir ähnlich ergangen. Ich kann mich erinnern, früher war es so, dass jemand, der krank war, zum Arzt gegangen ist. Heute gilt man als Übeltäter, wenn man gesund ist. Also, ja klar, das ist die satanische Umkehrung, das wissen wir schon. Ja? Wir wissen auch, was sie wollen. Die Georgia Tombstones, ja, also die Grabsteine aus Georgia, die haben ja auch eine gewisse Aussagekraft. Und auch wenn es so kommt, ist mir wurscht. Heute ist heute, heute lebe ich. Und heute schaue ich, dass ich lache. Dass ich einen fröhlichen Tag habe. Dass ich Freude habe. Und ich würde dich ersuchen, insbesondere wenn du in einer sehr, sehr spannenden, angespannten, in einer angespannten Familiensituation lebst, wo sehr viel Bedrückung vorherrscht, wo sehr viel Depression, Traurigkeit ist, bitte ich dich, dass du heute, aber nicht nur heute, ja, beim Visualisieren, 19.50 Uhr, 12 Uhr, ist schon vorbei, egal wann du es machst, ja, egal wann du visualisierst, geh doch mal in die Freude, aber nur in die Freude, ohne Ziel, ohne Zweck, nur in die Freude. So, beim Visualisieren. Und dann nimmst du dir zum Beispiel dein Kind vor, deine Kinder vor. Du visualisierst, die sitzen dort auf den beiden Sesseln, oder sind es drei oder nur einer, ist egal. Du sitzt ihnen gegenüber und ihr lacht. Du visualisierst, wie ihr beide, ihr drei, ihr vier, fünf, Kreise, einfach nur lachen, sonst nichts. Da ist kein Ziel, da ist keine Absicht, nur einfach lachen. Und wie sich das Lachen immer weiter steigert und steigert und steigert und ihr seid sowas von glücklich, ja? Ihr seid sowas von in Ekstase, Glückseligkeit, ja? Dass alles sich selbst harmoniert. Das ist ja das Prinzip der Natur. Hier muss gearbeitet werden, hier wurde heute wieder herumgeschnitten, ja? Nicht auf meinen Wunsch, ja? Hier wird überall, alle paar Tage wird hier mit dem Rasenmäher drüber geduckert, geknattert. Es muss für alles vollgenossen. Der Rasen muss rund um die Uhr unter Kontrolle sein. Hier drauf nichts wachsen. Ja, da alles verbieten. Ja, der Saturn schlägt wieder mal gnadenlos zu. Aber das ist doch der Verlust der Freude, oder? Die Natur, die reguliert sich doch von selber. Was war vor den Menschen? Traumhafte Natur, es war alles wunderschön. Und darin besteht die Einfachheit des Seins. Wenn wir die Natur Natur sein lassen und dieses Kontrollpsychopathentum einfach ziehen lassen und durch Freude ersetzen, glaube ich, leben wir ein angenehmeres, ein leichteres, ein schöneres Leben. Ja? So,
Und jetzt kommt's. Da. Meine Bitte. Eine Bitte für heute und die nächsten Tage. Beim Visualisieren 19:50 Uhr. 22 Uhr, egal wann. Genauso visualisieren, aber jetzt kommt's, jetzt wird's boshaft. Du siehst, nimm dir einen Stadtsipaten deiner Wahl, wenn du möchtest. Ich nenne keinen Namen, aber irgendeiner wird dir schon einfallen. Es gibt ja da viele lustige Charaktere. Ja? Wir haben ja damals den König der Spaßmacher gehabt. Ja. Also leider ist er, der Wernerle ist uns leider abhanden gekommen. Der jetzige ist nicht mehr so lustig. Ja. Ja, also ich war wieder beim Bundespräsidenten. Ja, schlecht, ich geh heim zur Mama. Aber wurscht, nimm dir irgendeinen Stadtsipaten deiner Wahl. Und lass ihn reden. Ja, wie wichtig und wie ernst und was in welcher fürchterbaren Situation wir sind und grauenhaft und schrecklich. Ja. Und lass ihn schwadronieren. Und dann beginnst du zu lachen. Du lachst einfach. Ja, du lachst ihn aus, natürlich, was sonst. Ja. Du lachst ihn aus, du lachst einfach, egal was er sagt. Du lachst immer stärker und stärker. Und um dich herum die Menschen beginnen auch zu lachen. Sie lachen. Sie lachen ihn aus, ja? Und du siehst, wie der Stadtsipat deiner Wahl einfach nur wegläuft. Der verschwindet, der läuft weg. Und egal, wo er hinläuft, die Leute lachen über ihn und lachen ihn aus. Und es ist eine wunderbare Unterhaltung. Es ist nur noch Freude aus dem Herzen. Und ich bin neugierig, was passiert. Lassen wir uns auf das Experiment ein. Ihr könnt mir vorstellen, dass es was bewirkt. Gut. Ende mit der Wissenschaft, gehen wir wieder ins Wochenende über. Ich wünsche dir einen großartigen Samstag, schönes Wochenende. Freitag eigentlich, ich wünsche dir einen großartigen Freitag, weil am Samstag bin ich um 13 Uhr Endstation Rodon. Und wenn du zufällig dort bist, gehen wir zur Wienerhütte rauf. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.